So, hallo, wir machen weiter. Mit Fortnite. Letztes Mal hatten wir gesehen, dass hier Rocket League Missionen aufgetaucht sind. Wahrscheinlich gibt es irgendein Live-Event von Rocket League, wo man zuschauen kann und gleichzeitig kann man da aber scheinbar einfach ein bisschen was dabei spielen. Das scheint mir nichts Großes zu sein. Ich habe das mal kurz ein bisschen angeschaut, aber das scheint mir nichts Großes zu sein. Deswegen, wir gehen einfach mal rein und gucken, was da los ist. Deswegen läuft jetzt auch keine Hintergrundmusik, denn vielleicht läuft da was im Hintergrund, nämlich ein Spiel oder so. Also ich könnte mir vorstellen, es ist irgendwie so eine Leinwand aufgebaut, in der halt so ein Event übertragen wird. Was weiß ich. Und gleichzeitig kann man ein bisschen rumlaufen und Leute abknallen oder so. Keine Ahnung, wir werden sehen. Jedenfalls möchte ich gerne die vier Dinger natürlich mitnehmen, die man da bekommen kann. Weil ich alles mitnehme, was man kriegen kann. So, es ist so ein Ding ist das. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Erstmal leckt alles. Riesig. Wow. Okay, jetzt geht's. Oh mein Gott. Das ist laut. Das ist sehr laut. Holy shit. Warum ist das so laut? Oh mein Gott. Moment. Alter. Hört ihr mich überhaupt noch? Bruder, das ändert gar nichts. Das ändert nichts. Das ändert nichts. Wo kommt diese Lautstärke? Wie stelle ich das denn jetzt leiser? Von wo kommt das denn? Ah, okay, wenn ich das anwende, dann geht es. Ist das dann trotzdem Musik, was ich leiser stellen kann? Nee. Okay, wir machen allgemein einfach leiser. Alter! Wie stark soll es. Ich frage dazu nichts mehr. Okay, was denn zur. Okay, so. Ich glaube, jetzt kann man mich hören. Was ist hier los? Everything happens live. Events happening in the OLC Games will affect Team Rumble in Rocket League live. Choose a team to cheer for. The team you choose to support will also be the team you fight for in Team Rumble. Ich habe keine Ahnung. Ja. I chose the blue team. Was ist hier los? Warum ist das so brutal laut gewesen? Da ist auf jeden Fall die Leinwand, die ich schon angesprochen habe, von der ich meine, dass es sie geben könnte. Select a primary weapon. Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ach so, die ist schon ausgewählt sozusagen. Nehmen wir die. So. Ah, okay. Das ist, was man hier anklickt, sozusagen. Wobei, welche. Alter! Was ist hier Simulierung gegen Jungster? What the fuck? So. Ist aber plötzlich reden die Menschen hier mit mir. Ich will nicht, dass Menschen mit mir reden. Was ist das jetzt hier? Instant Reload, Health Boost, What? Damage Boost? Select a Power Up. Okay,
Okay, also ich kann sowas mitnehmen, ja? So. Choose a primary weapon and secondary weapon. Return here to change. Ja, ja. Every time your blah blah team scores a goal, you receive gold, which can be donated. Blah blah blah. Okay, what the hell? Team Rumble active. Team Rumble active. Boah, mein Bruder! Mordo macht das Handy, das war mir heuer. Ich glaub's auch. Was ist das denn? Huch! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Junge! Ja, das hat gut funktioniert. Füge Gegnern Schaden zu. Okay. Ja, das hat auch gut funktioniert. Aber ich füge Gegnern doch Schaden zu. Warum zählt das jetzt nicht? Man weiß es nicht so genau. Ah, hier kann man jetzt für Goldmünzen, könnte man dann hier jetzt so Sprinkler kaufen. Okay. Yay, ich habe jemanden eliminiert, aber es zählt nicht. Wobei, vielleicht zählt es am Schluss, keine Ahnung. Ah, jetzt hat's. Jetzt hakt's hier oben verschiedene Sachen ab. Alter, das ist super weird. Wir gehen hier raus, sobald wir alles haben. What the heck? Ja, was ist jetzt los? Geht's weiter? Hallo? Oder schon vorbei, die Runde. Ja. Ja, ne? Das ist ja cool. Also, das haben wir jetzt abgehakt. Füge Gegnern Schaden zu. Eliminiere Gegner, aus irgendeinem Grund noch nicht passiert. Dabei ist es eigentlich, habe ich doch eigentlich gemacht. Mach mal Kategorie verfolgen, dass der kapiert, dass ich das machen will. Aber eliminiere Gegner. Füge Gegner einen Schaden zu. Ich meine, gut, immerhin haben wir Schaden zugefügt. Aber jetzt geht's nicht weiter. Hallo. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich verstehe nichts mehr. Warum verstehe ich... Kann dich hören. Vor allem geht der ständig an, dieser Sprachkanal. Hilfe! Ich will das nicht. Kann man nicht mal sagen, hier, ich möchte nicht, dass irgendwelche... dass man automatisch mit einem Sprachkanal verbunden wird oder so? What the heck? Man kann auch hier einfach runterstellen. So, dann höre ich nicht mehr. Aber dann weiß ich gar nicht, wenn der zufällig an ist. Das ist nicht gut. Ich muss wissen, wann der an ist. Ah, Sprachchat niemand. Das klingt gut. Okay, das klingt schon sinnvoller. So. Ja, aber hier geht's jetzt nicht weiter. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, ich werde nicht mehr zurückgeportet. Prima. Ah. Okay. Zurück zum Zentrum. So. Das klappt ja hier ganz hervorragend.
Ach, jetzt bin ich hier im... Ah, jetzt haben sie dieses Ding hier als... Ah, die haben eine neue Map für den Kreativmodus auch. Die könnte man jetzt sozusagen wieder erkunden, aber das will ich eigentlich gar nicht. Wie komme ich jetzt zu dem Rocket League-Ding zurück, außer dass ich ins Menü... Wahrscheinlich muss ich ins Menü zurück, ne? Quest. I need help looking for lost treasure. Okay. Tales speak of it being lost in a cave somewhere on this island, but the cave is said to be forbidden. Stay wary, Matty. Ah, das sind jetzt wieder so... Okay. Wie groß ist das hier? Na, das ist wie damals bei der... Ja, das ist schon ziemlich... Okay, es ist nicht so groß. wie damals bei dem... Ja, jetzt ist natürlich alles wieder leise. Ich krieg zu viel. Wie damals bei dem... So. Wie damals bei dem... Hier geht's auch nicht weiter, ne? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Okay. Da, wo das so mittelalterlich war und... Okay, hier geht's auch nicht weiter. Stabil. Wo das so mittelalterlich war, da war ja auch so Zusatzquests versteckt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, die anzugehen, aber wir können es mal ganz kurz machen. Zur Abwechslung. Also irgendwo muss eine Höhle sein. Na, hier schon mal nicht. Aber irgendwo müsste es dann ja auch wieder in das Rocket League-Ding reingehen, theoretisch. Das kann ja... Normalerweise ist ja dieser Hub hier riesig, wo man überall reingehen kann. Ja, that's me. Weil bisher ist hier nur ein Fenster, wo man reingehen kann. Das kann es irgendwie nicht sein. Das ist strange. Aber ist jetzt im Moment erstmal egal, ich will jetzt diese Höhle finden. Okay, hier kann man hoch. Okay, hier kann man. Doch, hier kann man weiter. Kann man hier auch noch hoch? Nee. Dann wird es da wohl nicht weitergehen. Hier geht es aber scheinbar auch nicht weiter. Schade. Kann ich da hinten hoch? Ja. Aber das scheint hier auch gleich zu... Na, hier geht es noch weiter. Hier kann man noch laufen. Okay. Okay, hier kann man noch laufen. Dino. Kann ich die reiten? Nein. Sind einfach da. Okay, cool. Ist hier Lost Treasure? Ich kann auf jeden Fall nichts... Was ist... Kann ich das kaputt machen? Nein. Guck mal, hier ist ein X. Oh, Lost Treasure. Jetzt kann man wieder Screenshots senden. Okay. Mach ich vielleicht später. Aber war das jetzt schon alles? Das wäre dann ziemlich unspektakulär gewesen. Ja, aber wo sind jetzt die... Ich glaube, ich gehe einfach ins Hauptmenü zurück und gehe von da aus wieder ins Rocket League-Ding rein. Hier ist, ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts an den normalen... Optionen, die man sonst hat. Will jetzt eigentlich sein Treasure auch wieder haben, oder was ist... Also hier ist nur eine einzige Tafel. Kann die Quest jetzt noch abgeben, oder passt die Geschichte? Okay. Das passt dann wohl so. Ja, hier ist nichts sonst. Nee, jetzt ist es ja... Man kann zwar hier hoch, aber... Ja, ne? Das hat es jetzt sehr... Ist auf jeden Fall sehr gebracht. Es gibt genau eine Tafel, in die ich rein kann. Und in die will ich ja gar nicht rein. Gut! Dann gehen wir ganz zurück.
Zentrum nützt mir nichts. Ich muss hier ganz raus. Skull Isle Hub. Ja, ist toll. Jetzt lass mich zur Lobby. Jetzt ist nur das Problem, wenn ich jetzt wieder in das Rocket League-Ding rein starte. Vermutlich stirbt mir gleich wieder meine Ohr weg. Also eins haben wir hinbekommen. Warum wir jetzt nur einmal den Schaden bekommen haben, weiß ich nicht. Und warum ich den eliminierten Gegner nicht bekomme, weiß ich nicht. Aber wir haben schon mal eins hinbekommen. Steht hier wieder Kreativmodus. Nee, ich will nicht in Kreativmodus. Ich will in das Rocket League-Ding rein. Da will ich rein. To watch the Rocket League Championship Series inside of Fortnite. Ja, haben wir super gewatcht. Jetzt mache ich aber erst den Sound leise. Und dann gehen wir rein. Weil das war ja gerade creepy. Aber ich muss das hier leiser stellen. Alles andere hat nichts gebracht. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß nicht, welche Einstellung, weil das ist ja allgemein. Das muss ja ein Teil davon sein. Aber keine Ahnung, die einzelnen Sachen runterstellen hat ja nichts genutzt. Komm, wir gehen auf hier auf 27 und dann wird es schon reichen. So. Rocket League. Rein da. Also sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Aber ich hoffe, jetzt fetzt es uns nicht gleich wieder die Ohren weg. So. Ja, es geht. So, wir choosen wieder blaues Team. Die Waffen bleiben so, perfekt. Aber jetzt sieht man das hier auch besser. Jetzt sieht man das hier auch besser. Vorne hat es hier alles so, war alles so komisch. Okay, wir gehen einfach rein. So. Ist das ein Port oder was? Ah ja. Stark. Jetzt habe ich eine. Jetzt zählt es als Elimination. Okay, jetzt funktioniert alles. Jetzt funktioniert alles. Let's go. Alter, wie viel hält der aus? Scheiße. Jetzt bekomme ich auch diesen Boost nämlich von dem Power-Up. Das war vorhin echt weird. Irgendwas hat da nicht funktioniert. Okay. Ja, unser Gegner, ich sehe den gar nicht. Weil wir schießen direkt in die Basis rein von denen, die kommen ja gar nicht raus aus ihrem Spawn. Das ist schon ein bisschen frech. Aber okay. Aua. Was ist das? Back to Stream Lobby, nein. Und wahrscheinlich läuft dann da, wenn halt das Event läuft, wahrscheinlich ist dann da eben Dings Party. Und dann kann man da zugucken. Bei Rocket League.
warum auch immer man das tun sollte. Oh, die haben sich gerade schön hochgeheilt. Ah, da hat es ihn schon erwischt. Oh, ich habe gerade irgendeinen Boost bekommen, wo auch immer der herkommt. Scheiße. Habe ich jetzt eigentlich, also was habe ich denn, was fehlt mir denn jetzt noch? Ja, hä, alles. Aber ich glaube, das kommt auch erst, wenn man das Match vorbei ist. Ich glaube, die Sachen werden erst gezählt, wenn das Match vorbei ist. Nur Frage, wann ist das Match vorbei? Eliminiert! Jetzt habe ich eins wieder bekommen. Jetzt habe ich wieder was bekommen, okay. Wird es jetzt auch angezeigt? Ja, jetzt hat es den zweiten, okay. Jetzt wieder einmal eliminieren und einmal Schaden zufügen, ja, okay. Also ich verstehe das Konzept nicht so ganz. Es gehen alle direkt bis hier vor. So, es kommt überhaupt nichts dazu, dass die ganze Map ausgenutzt wird. Weil einfach hier die ganze Party schon stattfindet. Weil hier halt sich alle treffen. Also die schaffen es halt überhaupt nicht, nach vorne zu kommen. Sind es zu viel? Sind wir zu viele? Sind die zu wenige? Es fühlt sich sehr unausgeglichen an, hier zu stehen. Aber hey... die kommen hier nie raus. Wie wollen die hier rauskommen? Okay. Ah, das zählt wahrscheinlich noch nicht als Schaden, wenn ich die da drinnen angreife oder so. Ja, aber es ist halt super weird. Anstatt dass wir hier uns so kämpfen und die ganze Fläche nutzt, ist einfach da drüben die Party. Vor allem, wo steht, wie lang das noch geht? So, was? Punktanzeige, ja. Ja moin. Team Blue, Team Orange. Ich erkenne eine leichte Diskrepanz. Eine ganz leichte Diskrepanz erkenne ich. Okay, wir spielen das einfach, bis es mir diese Dinger anzeigt und dann gehen wir hier raus. Alter, so ein Quatsch. Dass das nicht ausgeglichen wird. Da liegt wahrscheinlich daran, was halt man auswählt, ne? Ach so, und wenn ich in den Bereich reingehe, ab da nehme ich Schaden, weil ich in den Bereich nicht rein darf. Jetzt verstehe ich das. Der Schaden müsste viel höher sein. Also, dass die überhaupt eine Möglichkeit haben, hier rauszukommen. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Okay. Okay, ja, jetzt verstehe ich das Konzept. Weapon Upgrades, nee, echt nicht. Ich habe vor allem keine Münzen. Wo steht, also habe ich irgendwo Münzen? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe nicht meine Münzen. Ich habe, glaube ich, nichts. Naja. Aber tolle Musik. Und wahrscheinlich würde hier, dann könnte man hier auch noch zuschauen. Also wahrscheinlich würde hier überall, würde das übertragen werden, wenn es dann halt laufen sollte, gerade in dem Moment. Oh!
Ich habe jemanden eliminiert, aber es zählt nicht als. Es zählt noch nicht als eliminiert. Schade. Es hat kurz angezeigt, aber es hat noch nicht gezählt. Wahrscheinlich muss ich es öfter machen. Aber es ist besser, wenn die so ein bisschen hier rauskommen können. Und nicht alles da vorne stattfindet. Das ist so albern! Seriously. Andererseits könnten die ja, glaube ich, auch, also wenn die dort starten, die haben ja in ihrer Basis auch die Möglichkeit, hier gleich in diese Löcher zu gehen, ne? Und dann dadurch, genau, und dann ist man dadurch so ein bisschen anders unterwegs. Ich glaube, das könnte man auch noch nutzen. Dass vielleicht manche hierher kommen. Aus dem da. Wie gesagt, also da müsste man vielleicht noch drauf schauen, dass das besser gebalanced wird. Sonst macht es jetzt für die Orangen gerade überhaupt keinen Sinn. So, wieso hat es jetzt nicht als Schaden gezählt? Macht doch Schaden. Weil die noch da drin sind oder? Keine Ahnung. Eliminiert. Aber es zählt nicht. Schade. Vielleicht zählst du alle 50 Mal oder so. Ich hab doch keine Ahnung. Jetzt mal wieder meinen Boost ein, einfach weil ich es kann. Oder ich wechsle. Ich mach mal was anderes. Ich wechsle mal das Team. Ist das möglich, das Team zu wechseln? Dass ich sage, ey, ich bin jetzt orange. Nö. Wahrscheinlich, weil ich am Anfang blau gewählt habe, ne? Aber wozu? Okay, dann ist es egal, wo man reingeht. Ah, okay. Dann ist es egal, wo man reingeht. Ja, aber also das Ding hier, das sollte weiter rausgehen. Wir haben keine Chance, hier vorzukommen. Ein Quatsch. Wir machen es jetzt mal ganz anders. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie noch mal das Team zu wechseln, dass die Orangen einen mehr bekommen? Na, hier kann ich wechseln, ja, das habe ich kapiert. So. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ach. Einmal drin ist, hat man ein Team gewählt, ne? Okay. Ja, okay, I see. Was ist das? Ich hab... Ach, das ist wieder irgendwie so Farbding, dass man... Hä? Was habe ich jetzt genommen? Okay. Party, I guess. Was ist das? Was passiert jetzt? 7, 6, 5, 4, 2, 1.
Pizza gibt's auch noch. Ja, Party. Okay, keine Ahnung. So. Es ist mittlerweile ein bisschen ausgeglichener. Ja, genau. Ach, Leute. Das ist... Ah, sehr gut. Ich kann den Sprachchat nicht nutzen. Perfekt. So muss das. Ja, aber wie soll ich denn so meine Kills bekommen? Okay. Oh no. Da kann man runterfallen. Muss jetzt in die Höhle des Löwen. Das Schwierige wird jetzt, die Kills zu bekommen, bevor die anderen killen. Oh Mann. Rein da. Schade. Aber genau so muss ich das, glaube ich, machen. Ich brauche nur noch diesen dämlichen... Das ist einfach nur... Ist, ja. Sonst gehen wir einfach nochmal neu in eine andere Lobby vielleicht. Vielleicht ist das dann besser. Das ist ja nur ein Lobby von vielen. Eliminiert. Aber es zeigt das Ding am Rand an, aber es zeigt nicht, dass es hochgeht. Was muss ich tun? Was muss ich tun, dass du hoch... Ah, jetzt ist es doch, es ist hochgegangen. Jetzt habe ich es nur noch... Hä, ist es nochmal eliminieren? Okay. Einmal noch eliminieren. Ja, wir haben's. Wir haben's. Raus. Raus. Nein, raus. Wiedersehen. Was ein Quatsch. Also, das Konzept ist interessant und gut, aber es müsste gebalanced sein. Der müsste sagen, wenn... es nicht ausgeglichen ist, dass es so nicht funktioniert. Und die Missionen hier sind jetzt auch weg. Sehr schön. Missionen verschwinden immer, sobald man sie komplett abgeschlossen hat. Gut. Eieiei. Okay. Das war eine komische Folge. Aber ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach hier nochmal lauter. Dass wir wieder alles normal haben nächstes Mal. Jo, das war übelst weird. So. Und tschüss.